Hallo, liebe Space Engineers, Freundinnen und Freunde. Ja, ich habe leider im Update-Video versäumt, so ein bisschen was zu zeigen, was die neuen Decals betrifft. Das bedeutet, ja, Decals, Abziehbilder, eigentlich übersetzt, sind einfach nur Schadenseffekte, die auf die Hülle projiziert werden. Das bedeutet, wie zum Beispiel, ich wechsle meine Ego-Perspektive, und jetzt einfach mal eine... Ja, nehmen wir mal die Elite. Ja, einfach eine Kanone hier raus. Und dann... Da seht ihr es auch schon. Das sind zum Beispiel die Einschusslöcher, die wir jetzt neu als Decals haben, als Schadenseffekt. So, und ihr habt ja gesehen, ich habe so ein bisschen den Xenos 4 Zerstörer hier ja, bombardiert. Und mal gucken, ob vielleicht ein paar Schmauchspuren zurückgeblieben sind. Nee, sieht nicht so aus. Weil das ist nämlich auch neu, dass jetzt die Explosionen per Schmauchspuren angezeigt werden. Aber naja, das lässt sich ja durchaus ändern. Wir steigen einfach nochmal ein und gucken mal, was da so ein bisschen von übrig bleibt. Ah, wie es aussieht, werden sie nicht angezeigt. Ja, gut, die Schmauchspuren kann ich, wie es aussieht, nicht zeigen. Oder wir machen es ganz einfach, wir machen einfach mal eine neue Stationsplatte, die vielleicht so ein bisschen in den Standardfarben sich verhält. Und dann gucken wir mal. So. So, jetzt nehmen wir unseren Time Bomber und gucken mal, was wir so ein bisschen an Schaden anrichten können. So richtig ausrichten. Ah, falsch. So, da müssen wir ein bisschen warten. Ah, da seht ihr es auch schon, da hat sich eine schöne Schmauchspur gebildet. Fliegen mal ein bisschen tiefer, so. Etwas höher. Das dauert immer so ein bisschen mit dem Nachladen. Und so, steigen wir mal kurz aus. Und hier sehen wir es auch schon. Hier kann ich es euch zeigen. Hier, das sind wunderschöne neue Schmauchspuren. Sieht wirklich toll aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie es aussieht, kommt es auch so ein bisschen auf den Winkel an oder ist es wird in irgendeiner Art und Weise random technisch generiert. Aber jedenfalls sieht es schön aus. Ich meine, ja, solche Schadenseffekte sind wirklich gar nicht mal so schlecht, weil man muss ja auch sehen, dass man sein Schiff benutzt hat oder dass es auch im Kampf war. Deswegen, also ich bin wirklich beeindruckt davon und wenn man sie hier so mal guckt, das bleibt bis zu einer gewissen Anzahl an Einschusslöchern oder eine gewisse Anzahl von Decals. Finde ich wirklich nicht schlecht, aber naja, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen die Zerstörung genossen und ja, da fliegt der fliegt nicht, der kriecht. Ah, sag nicht, der Dings ist schon wieder kaputt. Oder wahrscheinlich hat er auch nur Schaden gekriegt, das kann auch möglich sein. Ja gut, dann möchte ich mich von euch an dieser Stelle verabschieden und wünsche euch noch alles Liebe, alles Gute, euer Lord Anubis.